Hallo, liebe Lost Ark und Marsketier-Freunde, hier sind wir wieder zurück bei Ark Lost in Lost Ark, hier am Strand der Schildkröten, so das hier aussieht. So, wir sind hier an der Krokonis-Meeresküste und warten ja in dieser Mission hier darauf, dass wir irgendwann mal unser eigenes Schiff kriegen, das aufgrund aber von Piraten und unfähigen Bauleitern und Werftmitarbeitern ein bisschen schwierig sich gestaltet. So, hier am Strand mussten eine kleine Mission erledigen, die habe ich aber schon gemacht, das war jetzt nichts Besonderes. Hier laufen so lustige kleine Schildkröten rum, sieht eigentlich ganz niedlich aus, sieht auch harmlos. Das ist die einzige Fauna, die ja immer harmlos ist hier auf diesem Garten. Ja, ganz knuffig. Ich denke mal, hier könnte man angeln, geht aber leider nicht, schade. Gut, jetzt müssen wir als nächstes hier wieder zu diesem Vogel. Und mit dem reden. Ach, hier ist ein Aussichtspunkt. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ah, habe ich den auch gefunden. Bin ich 10-mal vorbeigelaufen wahrscheinlich. Tada! Was sehen wir hier Schönes? Oh ja. Okay. Ja. Insel halt, ne? So, wunderbar. Haben wir das auch gefunden. So, hier gibt es jetzt irgendwas Neues. Hier kann man jetzt, wenn man hier direkt draufklickt, sich die Express-Missionen und Events angucken. Momentan gibt es ja da ein Express-Event für alle, die Stufe 50 erreicht haben, aber noch keine große große Stufe haben bei ihrer Ausrüstung. So, und für die ist das hier gemacht. Nicht für Leute, die schon auf Stufe 3 sind oder so. Und die verplempert das nämlich hier komplett. Darum gibt es jetzt hier unten auch so einen extra Hinweis, weil einige zu dumm waren zu lesen. Also das ist für Leute, die gerade sozusagen auf 50 aufgestiegen sind, haben noch keinen hohen Ausrüstungslevel und die können mit diesem Express-Event, wenn sie den machen, schneller nach oben kommen. So, das ist alles. Also hier muss man sich auch ab und zu mal vielleicht mal das eine oder andere angucken. Das kann durchaus nützlich sein. Gibt jetzt auch offiziell den Ark-Pass. Den kann man sich dann auch zulegen. Den wird es in 3 Stufen geben. Kostenlos, Premium und Super Premium. Und da kriegt man diverse Geschenke. Wird ab, wenn ich das richtig gelesen habe, ab dem 18. Juni freigeschaltet. Und bei dem Super Premium, da gibt es dann als Hauptpreis auch diese komische, diese Skins, wo man dann so rumläuft, als wenn man auf einer Party, was immer das jetzt so großartig einem bringt. Wie gesagt, ich bin ja nicht als Mausketier unterwegs, das reicht mir vollkommen aus. Ich muss nicht im Frack rumlaufen. Ich meine, eigentlich habe ich ja einen, aber das ist ein Rock. Das ist was anderes. ja, und ich denke mal, wenn man jetzt nicht der Hardcore-Spieler ist, jeden Tag hier 10 Stunden verballert in dem Spiel, da braucht man auch nicht den Super-Extra-Battle-Pass, muss man sich überlegen. Kommt darauf an, was man für Geschenke bekommt. Natürlich muss man da spielen, dieser Battle-Pass, wie der aufgebaut ist, da wird man auch verschiedene Stufen erreichen müssen. Das heißt, man muss spielen, man muss Punkte sammeln, Missionen jeden Tag erledigen. Dann kommt man da weiter und kriegt Geschenke. Das ist natürlich auch der Sinn von dem Battle-Pass. Ein Battle-Pass ist nicht dafür, da einen mit Geschenken noch weiter zu überhäufen. Hier kriegt man eh schon genug im Spiel. Sondern die Spieler sollen spielen. Die sollen die Leute an Spielen kriegen und dafür kriegen die eine Belohnung. Und ich denke mal jetzt, so wie weit ich es gelesen habe, reicht der kostenlose für jeden normalen Nutzer vollkommen aus. Da kriegt man bis zu, ich glaube, 1 Million Silber kann man dann abkassieren im Laufe dieses Battle Passes, der dann so, ich glaube, so 2 Monate ungefähr gehen wird. Diverse Geschenke, Baumaterialien, Zeug, was man eigentlich noch gar nicht so gebrauchen kann, wenn man noch nicht Stufe 50 hat zum Beispiel. Also erst ab Stufe 50 lohnt sich das sowieso erst. Und dann kann man alles Mögliche kostenlos abgreifen, wenn man jeden Tag spielt. Und ich sag mal, wenn man jeden Tag vielleicht 2 Stunden sich hier mit beschäftigt, dann reicht sowas vollkommen aus. Und da muss man kein Geld für ausgeben. Außer man ist wirklich so der Hardcore-Freak und der Typ, der wirklich sich jeden Tag ein neues Kostüm hier überziehen will und jeden Mist mitnehmen möchte. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Da muss man halt gucken. Der mittlere Pass, der nur Premium, soll dann so 15 Euro kosten. Ich denke mal, das kann man sich auch noch leisten. Den kann man auch mit Ingame-Währung beziehen, so wie ich gesehen habe. Ist auch okay, ist auch fair. Sagen wir 15 Euro jeden, also für 2 Monate. Muss man sich dann ausrechnen, ob man sich das leisten kann noch zusätzlich. Wenn man sonst nichts spielt, ist ja auch okay. Man mag das gerne hier. Wenn man noch 5 andere Spiele hat, wo man eben auch einen Battle Pass hat, kann das natürlich ein bisschen teuer werden, wenn man sich das alles mal zusammenrechnet. Das macht halt auch nicht jeder. Und dann wundert man sich am Ende des Monats, warum die ganze Kohle weg ist. Also muss man sich immer durch den Kopf gehen lassen. So wie diese Krabben hier das gerade auch tun. Hm, hier riecht's gut. So. Was ist hier? Ich habe irgendwas gefunden. Oh. Da war jetzt dummer Zufall. Nur weil ich hier stand. Hier im grünen Gras verbirgt sich ein Mokokosamen. Also für alle, die noch keinen hier gefunden haben, hier auf der Map. Hier unten
hier im Gras, wo jetzt mein eigener Mokoko auch hier oben steht, ist ein Mokokosamen. Das war aber jetzt ein dummer Zufall. Okay. Na gut. Hübsche Gegend hier am Strand. Lustigen Schildkröten. So, gehen wir mal hier weiter. Also beim Battle Pass, ne, ist immer so eine Sache, ob sich das wirklich lohnt. Eigentlich nur, wenn man wirklich spielt. Dafür ist das Ding ja auch da. Ob du das Richtige gefangen und wenn man dafür hast. Auch die Zeit aufbringt, wenn man sagt, oh, ich schaffe das eigentlich eh kaum, das Spiel. Nur am Wochenende mal kurz. Da würde ich da wirklich auch kein Geld für ausgeben, weil dann reichen auch die Belohnungen, die man eh schon bekommt, um weiterzukommen. Und man wird sowieso nie derjenige sein, der, oh, ich muss unbedingt auf Stufe 50 und den höchsten Level haben von allen sofort innerhalb von 4 Wochen. Für solche Spieler ist das eh nicht gemacht. Das ist, ne, der Kostenlose, würde ich dann mal sagen. Reicht da vollkommen aus, nur für Extremspieler, die süchtig hiernach geworden sind. Ich denke mal, die werden eh genug Geld ausgeben und sich auch den Battle Pass in der Luxusstufe leisten. Du bist schneller zurück als erwartet. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Ich dachte, es würde länger dauern. Du bist so viel besser als die Soldaten hier. Das ist nicht schwierig. Das ist ja fast schon eine Beleidigung. Ich würde gerne weiterkochen. Kannst du die gedämpften Krabben an die Leute verteilen, was ordentlich sind, mag mit den Leuten aufmuntern? Okay, das ist eine gute Einstellung, aber dann gebe ich jetzt hier auch noch das Essen aus. Solange es noch heiß ist. Alles muss ich hier machen, ey. Es ist, was ist denn jetzt der Typ da? Ich rieche etwas Köstliches. Ja. Gerillte Krabben vom Strand. Gerade selbst getötet. Gedämpfte Krabbe, meine Leibspeise. Der für ein Problem. Ja, dann isst Krabben. Ist ja logisch. Perfekt, ich hatte Hunger. Das ist einer der dümmsten Dialoge, die ich hier gesehen habe, hier in dem Spiel, aber es gibt ja einige. Na gut. Ist auch wurscht. Hier haben wir jetzt mal einen Baum gefunden. Hier gibt es auch noch Blumen, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. So, nehmen wir das hier auch nochmal mit. Wunderbar. Sagt hier, dem Spiel gibt es eigentlich genug zu tun, sich damit stundenlang zu beschäftigen. Also. Da reicht eben, wie gesagt, auch ein ganz normaler, kostenloser Battle Pass, wenn sie den unbedingt schon einführen wollen. Wenn man hier genug Zeit dringend verbringt, kriegt man auch so genug Zeug zusammen. Man muss auch nicht krampfhaft Geld ausgeben, um auf Stufe 50 und Level 1000 zu kommen. Oh, oder danke. Aber es gibt ja Leute, die beschäftigen sich mit dem Spiel nicht, wollen alles nur schnell, schnell, schnell durchhaben und geben natürlich dann auch einen Haufen Geld aus und sagen, oh, scheiß Pay-to-Win-Spiel. Ja, aber das seid ihr dann auch selber schuld. So. Eure Lordschaft. Das ist ein Vogel danke, eigentlich. Dass ihr den Dorfbewohnern helft. Hilft steht hier. Das ist falsch abgelesen, mein Freund. Ich habe solche bemerkenswerte Personen wie dich falsch eingeschätzt. Da will ich auch meinen. Du unterscheidest dich sehr von Lord Karls Soldaten. Wenn du weiter nach Informationen zu den Piraten suchst, dann geh zur Wiese auf der anderen Straßenseite. Aber das ist ja simpel. Dort musst du nach einem Kerl aus unserem Dorf namens Jinnok suchen. Jinnok weiß alles über diese Region, also können dir sicher weiterhelfen. Ja. Du kennst dich ja hier nicht aus, ne? Wo ist der jetzt hier wieder? Ach, da. Gut, ist auch nicht so weit. Es heißt, diese Piraten auf Trab? Piraten hätten dieses Dorf überfallen. Das heißt, halb haben sie es oder nicht? Du stehst doch da, du Wache. Hm? Was? War wieder so ein Fuzzi? Du suchst Jinnok? Gerade ist er verkleidet. Ach du grüne Neune, okay. Das will ich sehen. Frage die Soldaten, die gegen die Piraten kämpfen. Sie wissen wahrscheinlich, wo Jinnok ist. Ich frage einfach die Piraten, die wissen das wahrscheinlich auch schon längst. Pass auf, wir sind in der Unterzahl. Ich bin immer in der Unterzahl, aber... Was müssen wir hier machen? 10 Soldaten killen, 10 Piraten killen. Ach, hier stehen ja schon ein paar rum, oder? Mensch, mit dem falschen Modus. So, ach, ich muss ja noch. Wo ich die gerade hier am Braten bin, fällt mir noch ein. Oh, der ist aber direkt geplatzt. Naja, das ist auch wurscht. Ich muss ja nochmal einen Stufenaufstieg machen mit meinen Moves hier. Ach, der Hund geht mir auf den Klicks hier. Hier sind auch noch welche. Sehr schön. Hui! Gegrillter Pirat. Heute auf der Speisekarte. So, Quest ist erledigt. Was habe ich erhalten? Ein Horn von Lutera oder was? Finde den Soldaten Jinnok. So, wo ist der jetzt hier? Oh, ein Blümchen am Wegesrand. Die pflücken jetzt aber nicht. Dann machen die hier.
Hey, lauf nicht weg. Hier ist er nicht. Versuch's woanders. Ach so. Dann springe ich euch eben alle in die Luft. So, ich will aber ein Blümchen. So, das nehme ich mir jetzt mal. Zack. Was hast du denn hier für ein Problem? Hau ab. Du auch. Sitz aus. Ich will die Blumen pflücken. Da kann man nicht mal als Maus verkleidet hier eine Rune Blume pflücken. Ja, das ist eine Unverschämtheit. So, was hast du hier zu sagen? Er verkleidet sich bestimmt als Pirat. Das ist eine blöde Idee. Eigentlich ist er ein Boss. Boom. So, und du? Bestimmt ist er zu seinen Kollegen vor der Brücke gestoßen. Er ist auf dem Weg zur Holzbrücke. Ihr habt aber echt Ahnung, Jungs. Ey. Alter Falter. Dann gehen wir mal weiter. Der Typ ist hier. Warte mal, ich bin kein Pirat. Ich wäre fast draufgegangen. Als meine Tarnung aufgeflogen ist, ging mir richtig die Muffe. Aber bist du so gut getan, Wahnsinn. Fehlt aber die Augenklappe und Holzbein. Aber wenigstens habe ich ein paar gute Infos bekommen. Sieht so aus, als hätten die Piraten eine Vereinbarung mit den Schmugglern. Nein. Die Schmuggler sind wie Fledermäuse, die zwischen den Händlern und Piraten hin und her fliegen. Sie verstecken sich nicht weit von hier im Nichtschattengasthaus. Diese Marke erlaubt es dir, sich den Schmugglern zu nähern. Wenn du ihnen das bringst, solltest du mehr über die Piraten erfahren können. Aha. Hier steht nochmal ein Baum, soll ich hier noch fällen? Ach nee, hab ich gerade keine Lust. Ich gehe mit hier Blumen pflücken. Ist es Frühling? Raschel, raschel. So, hier noch eine. Flump. So. Auf der Karte gibt's nur Blumen und Holz. Okay, und ein Mokoko haben wir schon von 18. Ist das der Wahnsinn? Ach ja. Da muss ich überhaupt hin? Ich habe gar nicht geguckt. Hier jetzt. Ach Gott. Gasthaus. Ach, das war. Dann nehmen wir eins von den 700 Reitpferden. Oder so. Man nennt sie auch Mounts, aber ich finde diesen bescheuerten Begriff nicht gut. Ich montiere mir jetzt ja nichts an meinen Hintern. So. Auf geht's. Da lang. Also schön grün hier. Ein Blümchen. Aber das lassen wir jetzt mal ein Blümchen sein. Ja. Ach, der da? Genau noch. Gib mir mehr Alk. Willkommen in unserem Gasthaus. Jugendfrei hier. Was ist denn los? Also, Alk? Hallo? So, wer ist das? Willkommen, werter Gast. Bleibst du für die Nacht oder willst du nur einmal? Mhm. Heutzutage kann es hier etwas rau zu gehen, aber in unserem Gasthaus kannst du dich ausruhen. Wie bitte, Schmuggler? Oh meine Güte, solch gemeine Schurken tauchen nie im Lichtschattengasthaus auf. Ganz bestimmt nicht. Ich, Merik, bin ein gesetzestreuer Einwohner Loteras, musst du wissen. Mhm. Schmuggler, herrje, schau mich an, sehe ich aus wie jemand, der dich anlügen würde, aber hundertprozentig. Kann ich nochmal mit dem reden? Zeige die Schmugglermarke. Ah ja, okay. Verflucht! Du scheinst den Ort ja bereits zu kennen. Oh, ich hielt dich für einen Wanderer, aber du hast die Marke. Du arbeitest also auch in diesem Feld. Ich hielt dich für einen Wanderer. Was ist denn ein Wanderer? Ein Fisch oder was? Ein Fisch namens Wanderer? Nee, ich weiß nicht. Warum dann so ein herrliches Gesicht? Hm? Das ist echt verwirrend. Ja, auf mein ehrliches Mausegesicht sind schon viele reingefallen. nennt ihn auch das Mausefallengesicht. Ich habe all diese Energie für nichts verschwendet. Welche Energie? Du stehst nur rum. Was? Du so Schwarzzahn? Ich könnte dir mehr sagen, aber du kennst die Regeln in diesem Beruf. Eine Info für einen erledigten Auftrag. Also, du musst etwas für mich tun. Ja, natürlich. Vor kurzem hat der Wildmarkthändler Tobai eine Grenze überschritten. Du musst wissen, Schnaps wird nur durch meine Leute gehandhabt. Geh und erklär diesem Kerl, dass er die Grundregeln respektieren muss. Und zwar so, dass er so schnell nicht vergisst. Und noch was, bring mir etwas an Premium rum. Wenn du dich darum gekümmert hast, erzähle ich dir von Schwarzzahn. So, jetzt muss ich auch noch einen Typen verkloppen und rumschmuggeln. Es wird immer schlimmer hier. Eine kriminelle Karriere beginnt. Ich sehe schon. Eine kriminelle, als kriminelle Maus enden. Und Moko im Moko-Knast. Tja. Was haben wir hier? Achso. Viel Spaß. Ja.
Schöne Grüße. So. Schrien jetzt daher. Können die bekämpfen? Ah ja, tatsächlich. Kommt von oben abgeseilt, ey. Was ist das denn? Oh, da ist ein Essen stehen lassen. Riecht aber nicht gut. Wer bist du? Wer hat dir von diesem Ort erzählt? Bist du der Grünschnabel, von dem Merek erzählt hat? Natürlich. Was? Ich soll kein Alk mehr verkaufen? Wer glaubst du, wer du bist? Machst du Witze? Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Aha. Was ist das hier? Was soll ich kaputt machen? Glaubst du, das macht mir Angst? Das auch nicht? Aua, schon gut, beruhig dich. Wir können darüber reden. Kein Grund für Prügel. Aha. Ja, geht klar. Ich werde die Grundregeln respektieren und nie wieder Alkohol verkaufen. Du willst doch noch was von meinem Premium rum. Ha. Naja, natürlich gebe ich dir den. Du kannst ihn haben. Wenn das so ist, was du willst, dann kein Problem. Er ist unter meinen Habseligkeiten noch drüben. Nimm dir, was du willst. Kann auch gleich sagen können. Wo ist der Schund? Ach, hier. So, sind wir mal eine Buddel voll rum mit hier. Nur zu. Nimm dir alles. Nimm einfach alles. Okay, ja, wenn. Dann gib her. Unser Zeug hier. Ich will mehr haben. Hier ist schon eine Truhen, Kartenspiel, okay. Der hat doch noch mehr hier. Oh, kommt da nicht ran an den Loot. Frechheit, ey. Ah, nehmen wir mal so eine Blume mit. So, was haben wir hier gekriegt für Zeug eigentlich unterwegs? Ah, nochmal Handschuhe des wogenden Windes. Oh, die haben noch guten. Die haben noch gute Steigerung. Nicht schlecht. Ein bisschen Vitalität. Okay, aber Geschicklichkeit steigt ganz gut. Das kann ich mir brauchen. Die nehme. Was haben wir hier noch? Schulterplatten, das Wogen, alles wogt hier. Ist interessant. Auch nochmal Geschicklichkeit ist auch gut. Und hier haben wir nochmal Klamotten. Das hat dann wahrscheinlich einen kosmetischen Effekt. Aber nehmen wir mal. Dann haben wir eine einheitliche Kleidung. Sieht man zwar jetzt nicht, aber unter diesem Kostüm sieht es dann ganz anders aus. Das wollt ihr wahrscheinlich gar nicht wissen. So. So, vielleicht besser so. Wo bist du jetzt hin? Ah, hier, wieder zurück zu diesen anderen Fuzzi. Ja, schönen Tag noch mit deinem Schrott hier. Da ist nicht mal meine Axt. Holla, der Waldfee. Jo. Ja, ja, es regt ja nicht auf. Ich bin ja gleich wieder weg. Ach, ich stehe auch noch welche rum, ey. So, wo ich hin? Ja, hier. Ja, läuft der mir jetzt hier nach, oder was? Ja, oh, ups, ja gut, ist er weg. Ein Ahorn, ja, sehr schön. Ist bestimmt auch noch irgendwas versteckt, oder? Irgendwo Mokosamen und sowas. So grün und grün, das sieht dann sowieso kein Mensch. Das ist immer sehr beliebt, sowas. Wie jetzt nicht in den Hühnern. Hm. Du bist großartig. Ich habe die Verbindung der Eure Lordschaft. Ich dachte mir schon, dass ihr kein normales Wesen seid. Wir quatschen denn jetzt hier alles? Hm, gut. Ich wusste aber nicht, dass ihr die Berühmtheit von Heldenwald seid. Ich konnte den kleinen Lord Kals abwimmeln, als er nach den Piraten fragte. Aber wenn es ihm erzählt, könnte ich mehr als nur einen Lebensunterhalt verlieren. Könntet ihr mir dieses eine Mal helfen? Ihr bekommt auch meine uneingeschränkte Zusammenarbeit. Ich werde mein Geschäft ab jetzt offen und ehrlich führen. Bitte, ich muss viele Boiler stopfen. Ganz bestimmt. So. Es ist zu spät. Selbst wenn du den Gastwirt fragst. Ja, hier steht der Idiot ja schon. Hey, wie läuft die Jagd auf Schwarzzahn? Du hast dich sicherlich unnötig überall umgesehen. Zumindest laut den Informationen aus meinen exzellenten Quellen. Schwarzzahn kämpft mit anderen Piraten, die sich die Rotflossen nennen. Wenn ich beide Fraktionen loswerde, kann ich seiner Majestät von doppelt so viel Erfolg berichten. Ha, aber gib nicht so schnell auf. Wenn du nicht anstrengst, kannst du es bestimmt schaffen. Selbst wenn der Königsritter es nicht mit den unglaublichen Taten von Lord Kyle so aufnehmen kann. Kann man den nicht einfach in den Boden stampfen, ins Sackgesicht? Naja, gut. Soweit ich gehört habe, war Fürst Karls nicht wegen der Schmuggelware hier. Aha. Obwohl du ziemlich vernünftig zu sein scheinst, wirst du Lord Karls doch nicht von unserem alten Nebengeschäft erzählen, oder?
Nun gut, du hast dich für mich auch um den Turban gekümmert. Und wenn du dein Wort mir gegenüber hältst, behalte ich auch meins. Wenn du mehr über Schwarzzahn wissen willst, dann wecke Forbar da drüben auf und frag ihn. Dieser alte Mann hat dir zutreffendsten Infos. Okay. Ich werde mich an deine Unterstützung erinnern. Der alte Säufer hier, oder was? Ja, rüber, oh, mir egal. Auch immer. Nee. Hey, machst du Geschäfte mit dem alten Mann? Der alte Forber? Den weckt so schnell nicht auf. Obwohl, einen Weg gibt es. Stell einen Rumpfass neben ihn, dann wird er aufspringen, als würde die Liebe seines Lebens ihn besuchen. Ah, oh, yeah. Ja gut. Oh, was sehe ich da? Hier, meine getrübten Augen sehen einen Mokosamen. Der war jetzt aber nicht so leicht zu übersehen. Das ist doch gut. Sehr schön. Da haben wir auch wieder einen. Schnaps! Gibt mir Schnaps! Schnaps, das war sein letztes Wort. So, noch haben wir. Oh je. Yeah. Nicht mal selber saufen, darf ich das Zeug. Ein 21 Jahre altes Fass aus Ion. Exquisit. Oh, ein Kenner. Was? Fragst du dich etwa, ob Schwarzzahn das Schlamassel angerichtet hat? Nee. Nix. Oh, verdammt, das ist so lächerlich. Da werde ich wieder nüchtern. Komm schon. Warum sollte eine mächtige und feine Piratin wie Schwarzzahn sich um sowas kümmern? Der Pöbel, der sich rumtreibt, ist von den Rotflossen-Piraten. Ich habe erst gesehen, wie diese Bastarde zu Seemannsrat gerannt sind und gesagt haben, sie hätten Schwarzzahnort gesehen. Die kannst du doch bestimmt noch einholen. Warum kriege ich das nicht auf? Ich brauche einen Drink. Okay. Warum nicht? Wen haben wir jetzt? Klar, ich habe keinen Fass mitnehmen hier für unterwegs. Karls ist sofort abgereist. Der Typ. Er versammelt alle Truppen, um die Piraten loszuwerden. Bis auf mich natürlich. Ich durfte König Thorin die Botschaft überbringen. Ha, ich bin auf deiner Seite. Wer könnte es mit dir aufnehmen? Du hast mit König Thorin im Heldenmal gekämpft. Du schampfst dich aus dem unbeholfenen Adel, der keinen Schimmer hat, wie die Welt funktioniert. Selbst der Sicherheit von Wellenstrandhafen zuliebe. Naja, viel Glück. Ich drück dir die Daumen. Jups, ich mir auch. So, wo muss ich jetzt hin? Ach, da hinten. Eieiei, oh. Dann lad schon rein an. Glück gibt's hier Wegweiser. Ja, dann nehmen wir mal wieder mal das Pferd. Wo uns da in den Arsch der Welt begeben müssen. Jetzt haben wir hier wieder einen Wacher. Hat auch wieder Kreuzschmerzen oder was? Diese Piraten, oh, sie haben einfach Leute gefangen genommen, die am Strand gearbeitet haben. Sie haben sie in Ketten gelegt und versucht, sie zu verkaufen, diese Wiesen. Oh. Als wir das gesehen haben, waren wir so wütend, dass sie direkt in... Wir sind losgestürmt, aber konnten nicht gegen sie ankommen. Königsritter, bitte rette die Dorfbewohner und bewahre die Ehre meiner gefallenen Kameraden. Nichts lieber als das. Oh, hier können wir noch eine Gravuranleitung, nice. Naja, gut, nehmen wir die noch mit. Kann ich nochmal meine Gravuranleitungen-Effekte noch ein bisschen weiter boosten. Eigentlich wollte ich mal Adrenalin machen, weil dieser andere Quatsch eigentlich... Es ist ja alles immer... Gibt da so einige, die sehr beliebt sind, aber ich denke mal, Adrenalin ist gar nicht mal so schlecht, wenn man das mal nehmen würde. Dann wollte ich eigentlich meistens Schlags hier weitermachen, aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Das boostet die Angriffskraft um 0,3% bei einer Stufe, bei der zweiten Stufe 0,6% und das ist Stapelmar. Sodass man dann zum Beispiel einen maximalen Stapel auf Stufe 2 10% kritische Wahrscheinlichkeit für Treffer hat. Ohne Nachteile. Also das klingt mir gar nicht so schlecht. Ich hatte immer nur auf DPS zu gehen, also hier kriegt man dafür einmal mehr Crit. Aber gut, ist eh so eine Geschichte für später. So, was wir hier machen, die Rotflossenplage beseitigen. Zerstöre die Eisenpfähle und befreie die Dorfbewohner. Was ist der denn da? Ist der bewaffnet mit so einem... Oh, der hat zuerst mal ein Gewehr hier. Was ist das denn? Warum habe ich denn diese Scheiße wieder an mit diesem blöden Handwerkskram hier?
So. Das sind vier Typen. Ja, kommt ruhig, kommt ruhig, kommt ruhig. Wo werfen die denn? So, den haben wir auch weg. Ah, hier mal was. Muss ich hier machen? Aufschießen oder was? Ne? Das Ding da treffen. Ah ja, okay. Hübscher Obstbaum. So, wollen wir noch hier einen? Was ist das? Hier oben muss ich noch hin, okay. Mit dem Schusswaffen, was ist denn hier los? Das ist ekelhaft. Jetzt laufen die mir auch noch nach. Oh, falsche Richtung. Ah, hab ich mich verguckt. Immer aufpassen, wo der Mauszeiger hin zeigt. So, hier mal wieder eine Quatschnudel. Ach, hier ist noch so eine Wache. Roman ist am Leben, den Göttern sei Dank. Ich habe die Schuldgefühle nicht ertragen. Und nochmal. Wenn ich nur belebt. Ach, weil der mich hier angreift. Jetzt kann ich den Dialog nicht hier weiterführen. Sackgesicht, stör mich hier nicht. Haut ab. So, weiter hier. So, bla bla. Okay, bums. So, müssen wir jetzt ein bisschen abkürzen. Halleluja, so. Abgeschlossen. So, jetzt müssen wir diesen Schwarzzahnfrau noch finden. Was ist er denn hier? Der Katze des Todes oder was? Ja. Ein Blümelein. Schön. Was ist das für ein Gewächs? Was sieht hier aus? Was sind das für große Ratten hier? Nennen die sich Muschelfängerratte? Aha. Eigentlich ganz niedlich aus. Lass mich auch in Ruhe, also lass auch in Ruhe, ist mal wurscht. So, hier sieht es ja schon mal nett aus. So, Totenköpfe. Schönes Ambiente, so. Ja. Ah, hier ist hier ein Dungeon. So, das ist die Seemannsrast. Mal sehen, was uns hier erwartet. Welche Grausamkeiten sich hier uns hier entgegenstellen. Wahrscheinlich irgendwelche Texte von Nebenfiguren. Die meisten ziemlich grausam. Da liegen schon so Haufen Tote rum. Oh. Ist das Frau Schwarzzahn? Sieht ihr Fahndungsbild aber gar nicht ähnlich. Schwachköpfe verantwortlich? Ich? Ich lehne das ab. Mal sehen, was du kannst. Ach, muss ich? Schnappt sie. Hey. Bringt mir ihren Kopf. Der wischt dich einfach ein. Stehen. Kommt der jetzt her? Eure Majestät. Was ist hier los? Ist nicht die, nach der wir suchen. Natürlich, du und dieser Emporkömmling. Ich hörte die Piratensee. Ist seit dem Tod von Blutklaue ziemlich rau. Ich vermute, deswegen sind die Rotflossenpiraten auch hinter dir her. Hä? Komm endlich zur Sache, mein Junge. Ist das eine Schwester oder was? Wir wollen beide Frieden auf See. Tun wir uns daher zusammen. Oh. Mach Geschäft mit Piraten? Ein König, der mit Piraten verhandelt? Gut, ich bin dabei. Aber erst muss ich mich um etwas kümmern. Ich kann helfen. Was? Nein, alles, was ich brauche, ist das hier. Meint ihr mich? So, so.
Du bist also der, der den Regenten besiegt hat? Wie es aussieht, scheint das Gerücht also zu stimmen. Ich war nur zufällig vor Ort. Streck den Arm aus, ich gebe dir das Zeichen des schwarzen Fuchses. Wenn du meiner Mannschaft dieses Zeichen zeigst, werden sie dir glauben, dass du auf meiner Seite bist. Je nachdem, wie gut du mir helfen kannst, wird sich unsere Beziehung zu Letera drastisch ändern. Beeil dich. Viel Spaß noch, tschüss. Nett, dich kennengelernt zu haben. Willst du klarkommen? Schwarzzahn hat nach dir gefragt. Du musst dich aber nicht freiwillig melden. Aha. Ich bin sicher, dass du ziemlich erschöpft bist von dem, was im Osten passiert ist. Ich hoffe nur, dass du dich nicht überarbeitest. Bei den ganzen Botengängen hier. Nö, das ist Hobby eigentlich. Okay. Was wollen wir jetzt machen? Ich werde Schwarzzahn helfen. Verdammt. Warum? Verstehe. Danke. Ich stehe auf ewig in deiner Schuld. Aha. Bitte arbeite mit Schwarzhand und eliminiere die Rotflossen-Piraten. Ich selbst werde mir die Gebiete ansehen, die von den Piraten beschädigt wurden. Beschädigt? Hm. Sobald wir ein bisschen Fortschritt gemacht haben, sollten wir uns am Hafen treffen. Okay. Ah ja, gut. Das war jetzt... Dumme Piraten. Töte sie alle. Was mit dem noch? Ein Handel mit Piraten? Der größte Makel in meinem tadellosen Leben. Oh. Kann man den nicht irgendeinen Wal auf den Rücken binden oder so? Oh, womit habe ich das nur verdient? Aber es war die Entscheidung seiner Majestät, also muss ich dem Folge leisten. Ich werde diese Rotflossen-Piraten auslöschen, also überlasse ich dir die Rettung von Schwarzzahnmannschaft. So wie ich gehört habe, kämpfen die Piraten sich auch gegenseitig am Strand am anderen Ende der Felsenhöhlen. Die Zahls kannst du aber kennen im Wachenlager erfahren. Na, dann werde ich mir den Ruhm verdienen. Ich hoffe, du hast Spaß dabei, hinter diesen verfluchten Piraten aufzuräumen. Gut, ich sage jetzt nichts zu dem Typ. Ich höre ja auch Kinder zu. So, wo müssen wir jetzt hin? Bin ich überhaupt? Ach, hier. Gott, ist am Arsch der Welt. Na gut, können wir uns hier nochmal umgucken, weil ich finde mich hier noch irgendwo Mokosamen oder sowas. Irgendein Storyteil. Wir haben ja hier auch noch ein bisschen was. Was haben wir an Sammlerstücken hier? Ah ja, das hier 6%. Ah ja, ist noch nicht so viel. Das sagt unser Abenteuerfoliant. Wir sind bei 42%, okay. Naja, da habe ich hier so ein Borea-Ross, ne? Genau. Und dann gibt es ein großes Meisterwerk. Wahnsinn. Ja, hier gibt es auch noch so ein paar Nebenquests mit Birnenbäumen, der Name der schwarzen Rose und das Geheimnis des Dienstmädchens. Huiuiui. Okay, ob wir das noch finden? Ja, ja, werden wir mal sehen. Ja, vielleicht hier auch noch irgendwas versteckt. Man weiß es ja nicht. Da haben wir noch was. Guck an, guck an. Also hier oben in der Ecke birgt sich auch nochmal ein Mokosamen. So, nice, nice. Also hier in dieser Ecke. Ja, und der war relativ gut zu finden jetzt. So, er steht jetzt hier rum, statt was zu tun. Naja, okay. Hier ist bestimmt auch irgendwas, ne? Da muss man wahrscheinlich was Spezielles machen. Ja, sieht danach aus. Ich habe öfters hier gesehen, so Tore hier in der Natur. Und da muss man, glaube ich, das Lied der Natur da spielen, wenn man das hat. Nur das habe ich noch nicht. Da muss man erst, nur eine Weile aufsteigen, um das zu kriegen. Ich glaube, dieses Waldmenuett muss man spielen, genau. Da öffnen sich hier Ranken und man hat dahinter nochmal so einen kleinen Geheimlevel. Habe ich irgendwas im Inventar? Noch einen neuen Hut habe ich gekriegt. Hier kriegt man dann nochmal so was an. Nochmal neue Schulterplatten des rasenden Windes. Die sind besser als die des wogenden Windes. Dann nehmen wir nochmal die des rasenden Windes. So, ich Bohnenesser habe ich das auch, aber es hält nicht so lang. Na gut. Lass uns mal gucken. So. Das ist aber eine ziemliche Latscherei bis da hinten hin. Gut, dann nehmen wir mal wieder. Dann nehmen wir mal wieder ein Pferd oder so. Oder was anderes. Wir haben genug in der Auswahl.
Okay. Das nehmen wir dann heute mal. Nehmen wir den Kampfraptor. Mal zur Abwechslung. Der passt so schön in die Gegend hier. Ja. Hopp, hopp, hopp. Dann kann er ab und zu ein bisschen Gas geben. Reitet dann was schneller. Unterwegs kann er auch Pferde fressen, glaube ich. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Wo muss ich hin? Da. Aus dem Weg, ich habe einen Raptor. Vorsicht. Ups. Ne, hab ich schon mal. Ich hänge fest am Felsen. Der hat leider kein Navi. Das nimmt kein Ende. Oh, ein Tor. Das nehmen wir mal mit. Ja, das kenne ich mit dem nimmt kein Ende. So, es gibt nichts zu berichten. Okay, dann gehe ich wieder. Dann gib mir 5000 XP und dann gehe ich wieder. Zu viele Rotflossenpiraten. Ja, ich habe noch keinen einzigen gesehen, muss ich sagen. Wenn wir nur die Bomben hätten, die Max kreiert hat, dann könnten wir den Piraten einen kritischen Schlag versetzen. Aber niemand hat von Max gehört, seit er mit den Bomben losgezogen ist. Also sind wir ein bisschen besorgt. Woran das so liegt, wenn einer mit Bomben loszieht, warum man dann nichts mehr von ihm hört? Da gibt es sicher keinen Zusammenhang. Könntest du noch Max ausschalten, während du die Piraten besiegst? Der geht davon aus, dass ich die besiege. Was ist denn mit dem los? Ja, ich habe sonst nichts zu tun, klar. Ich besieg mal schnell die Piraten. Moment. Komm gleich wieder. So, wo seid ihr? Ich muss euch schnell besiegen. Ich muss den ganzen Tag sein. Hier ist überhaupt keiner. Ich bin schon tot. Hier ist keiner mehr übrig. Kann hier jemand mal ein paar Piraten hinstellen? Hallo, bist du ein Pirat? Achso, sorry, ich habe nochmal 5 gedrückt. So, jetzt hier. Das ist jetzt meiner. Den darf ich killen, oder? Na komm, lad doch, lad doch. Wie, das ist alles? Ein bisschen, dann beschießt du mich hier. Hau ab. Vogel da. Ah, jetzt ist ein bisschen mehr. Jetzt lohnt sich's auch. So. Sehr lustig. Hier läuft mit 5 Pfeilen im Bauch rum. Oh, ein Enter. Nehme ich mal mit. Danke. So, mal sehen, ob die hinterherlaufen. Dann kann es ein bisschen die Falle locken. Nur. So, einen muss ich noch. Am besten wartet man mal, bis sie sich noch ein bisschen gesammelt haben und alle möglichst dicht hintereinander laufen. Dann lohnt sich das eher. Tschüss. Okay. So, jetzt muss ich mit dem Max sprechen. Oder was war das? Ah, wo ist denn der überhaupt? Ich habe noch gar nicht gesehen hier. Na. So, hier ist ein altes Schiff, oder was das jetzt? Da stehen auch noch so ein paar rum. Juppie! Hey, der lebt noch. Sehr Bursche. Jetzt nicht mehr. So, zu schwarzem Matsch geworden. So mag ich Piraten am liebsten. Ach, ich muss hier noch den Punkte verteilen, sehe ich gerade. Da haben wir noch reichlich. 11. Okay. So, was können wir denn machen? Leider, ja gut. Jetzt sind meine Hauptangriffe. Der scharfe Schütze mit dem Fokusschuss. Nochmal ordentlich kritischen Schaden. Den aufgeladenen zum Bosse angreifen und die Landmine für alles. So, was kann man jetzt noch machen, um das Ganze ein bisschen lustiger zu machen? Da habe ich schon Stufe 4. Leider kann man nicht alles jetzt einfach mal auf 10 bringen. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, das geht nicht. Dann hast du eine Begrenzung drin. Trotz allem. Dann könnten die man auf 4 machen. Mit verstärkten Schaden. So, dann haben wir nochmal 6% plus. den benutze ich eigentlich nicht. So, können wir dann noch ein bisschen... Die habe ich schon alle Punkte reingesteckt. Der ist schon...
Auf 4. Den kann ich nicht weiter erhöhen. Wir könnten hier den nochmal auf 4 bringen und auch nochmal ein bisschen was machen. Ein bisschen mehr ausweichen. Ja, bevor ich hier was Neues anfange, nutze ich lieber die, die ich habe. Und dann später kommen eh nochmal ein paar andere Moves dazu, die ein bisschen stärker sind. Die tödlicher Schlag hier vielleicht. Frontalangriff. Mhm. Ah. Hm. Hier noch mehr machen? Nee. Okay, dann steckt mir hier noch ein bisschen was in die Pfeilwelle rein. Und nehmen hier den verstärkten Pfeil. Das verstärkt nochmal auf 15% die kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Dann haben wir noch ein Pünktchen, dass wir irgendwas noch einsetzen können. Und nichts, was ich hier gebrauchen kann. Nee. Hm. Habe ich einen Punkt und kann ihn nirgendwo vergeben. Für das, was ich benutze. Das ist ja lustig. Was kommt denn bei Stalker als nächstes? Tempo. Schwachpunkterkennung. Aha. Tödlichen Schlag, den nehme ich vielleicht beim nächsten Aufstieg mal für irgendeine andere Fähigkeit. Mal gucken. So, und dann haben wir zumindest das. Ach ja. So, und die sind direkt hin, sehr schön. So, Freunde. Gibt es hier Schönes? Nichts zu berichten. Nichts, okay. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist der nächste hier? Oh. Diesmal ist aber alles sehr auseinander. Jetzt ist noch hier. Da war ein Latscher hier schon wieder. Diese komischen Typen. So, Killomoko, sollen wir uns hier den mal annehmen? Na? Oh, dann nehmen wir noch einen Heiltrank mit. Geh weg mit deinem kleinen Schießgewehr da, du Vogel. Willst du denn? Ja. Macht jetzt schon mal so ein bisschen mehr. Gucken. Viermal, genau. Oh, da ist ans Wasser gefallen. Ja, okay. So, wo müssen wir hin? Da ums Eck. Und da finden wir dann Max Landgang. Mhm. Ist hier irgendwo mal ein Boss oder sowas? Ja, anscheinend auch nicht. Ja, hier kämpfen wir die Piraten gegen die Piraten, wie das aussieht. Interessant. Oh, hier sind auch welche. Oh, hat er da gekriegt.
Yep. Erledigt. So. Ach ja, okay. Ja. Ja gut, dann nehmen wir das Blümchen. Wenn du es nicht willst, nehme ich es mit. Eine Traumgängerblume. Oh, ich bin ein super Pflanzensammler jetzt geworden. Hui. Das freut mich. Da habe ich schon lange drauf hingearbeitet. Der oberste Blumenpflücker, der seiner Majestät. Muss auch geben. Und er steht hier dumm rum und hier wird gekämpft. Sehr interessant. Machen wir noch ein bisschen Bumm. Jo. Hier auch. Ja, was haben wir hier gekriegt? Okay. So, hier, Typ. Max. Wer bist du? Hat Ken dir von mir erzählt? Hä? Hallo? Was wollt ihr denn? Ich bin hier nicht mehr in Ruhe sprechen kann. Haut ab! So. Wer bist du? So, nochmal von vorn. Hat Ken dir von mir erzählt? Ken? Der Freund von Barbie? Weiß ich nicht. Denkst du, ich will hierbleiben? Ich bin sicher, dass meine wunderbaren Granaten funktioniert, aber ich habe das Gewicht nicht beachtet. Ha, ziemlich dumm, oder? Ich habe sie kreiert, aber ich kann sie nicht werfen. Warum siehst du mich so an? Du glaubst also, dass du sie werfen kannst? Nee, ich glaube nur, dass du ein Idiot bist, aber sonst. Okay. Dann. Du, die Granate? Nimm vorsichtig Bomben aus der Truhe. So, was soll ich jetzt machen? Eine Rauchbombe schmeißen, oder was? Bumm! Nehmt das, hier Lumpen! So. Ui, das hat aber geknallt, oder? Die sind schon hin. So, Wahnsinn. Blöd ist, dass man sich das dann hier mit anderen Spielern teilen muss. Dann bleibt dann keine übrig. Ah, da sind ja wieder so ein paar Kandidaten. So. Ach, Bomben, Quatsch. Hab doch keinen Spaß. Leute in Luft jagen, das geht ganz anders. So. Das ist es. Davon habe ich geträumt. Lass dich mal untersuchen. Wie die Mächte des Bösen von meinen Sprengsätzen weggefegt werden. Ah, ich glaube, du kannst etwas mit ein bisschen extra Wucht werfen, oder? Du kannst mir helfen. Ich baue sie und du wirfst sie. Wir werden Bomben und Granaten auf die Piraten in aller Welt werfen. Oh Gott, sollte den werfen an irgendwo einen Ast oder was? Denkst du, meine Granaten werden mich berühmt machen? Wollen wir die Piratinnen meiner Felsenhöhle fragen? Hey, wohin gehst du? Du und ich, wir müssen zusammen die Mächte des Bösen bezwingen. Hey! Okay. Wer hat sie nicht mehr alle? Gut, gehen wir weiter. Ist hier noch irgendwas Malerisches? Kann man da eigentlich. Könnte ich da auf die jetzt? Geht das? Nicht zu weit weg, ne? Schade. Das wäre natürlich schön gewesen. Ha. Komm, Onkel des Grauens. Weiter geht's. Oh, ein Felsen. Was ist das denn da? Schnecke? Die Höhlenschleimschnecke. Und hier war wieder so eine komische Ratte. Ja, was soll's. Aber sehr malerisches Eckchen hier, muss man sagen. Und diese Ratten tun nichts. Ist auch interessant. Oh, hier darf man nicht Probleme mit Schwindel haben und Höhenangst. Oh, was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir da? Der Zutat für die lokale Spezialität haben wir gefunden. Was ist das? Felsenhöhlenmuschel. Nein, damit. Ich habe mir noch Zeug gefunden. Mhm.
Eine Felsenhöhlenmuschel. Kann ich mitmachen? Keine Ahnung. Aber wir sammeln einfach mal. Hier gibt es genug anscheinend. Kann man hier bei irgendwem eintauschen für irgendwas? So, okay. So, hey, wen haben wir? Ich? Ach so, das reicht. Das ist das Zeichen des Captains. Wer bist du? Hallo, ich kenne dieses Piratin. Zeichen. Okay. Ja, mit deutschen Schuhen ist man ja gerne auf dem Schiff unterwegs, glaube ich. Auch, ja. Verstehe, der Captain persönlich hätte das Zeichen gegeben. Ich bin lästig, ich bin los, um meine Gefährten zu retten. Aber hier sind zu viele Rotflossen abschaum. Die anderen müssen sich in der Nähe verstecken. Riti meint, dass sie beim Waldrand wartet, also solltest du auch nach ihr suchen. Sie kann etwas paranoid sein, dann solltest du ihr zuerst das Zeichen zeigen, wenn du nicht mit einem Messer am Kopf enden willst. Ist hier nicht paranoid. Okay, wir müssen nochmal da später miteinander reden, glaube ich. So. Wo ist denn jetzt hin? Ah, da, nach rechts. Okay. Wie ist denn das links dann gut? Okay, bestimmt später irgendwas, was man da machen muss. Keine Ahnung. Dann also die Frau mit den Stöckelschuhen. Alleine Stöckelschuhpiraten, ne? Auch sehr interessant. Oh, ich hatte sie halt kein anderes Schuhwerk. Also. So. Hier ist mein Zeichen. So, nicht direkt mit Messer bewerfen. Was? Das ist das Zeichen des Captains. Warum sagen die mal das? Also ist der Kapitän unverletzt? Sehr gut. Ja, also zum Tätowieren hattest du noch Zeit. Also wenn das stimmt, was du sagst, dann hat der Captain eine Vereinbarung mit dem König von Loterra getroffen, was? Sowas, aber auch eine Piratin, die dem König von Loterra ebenbürtig ist. Jawohl, das ist unser Captain. Und da du für den König von Loterra arbeitest, bist du wohl erstmal auf unserer Seite. Gut, also bist ein Ritter, was? Ich freue mich schon, das auszunutzen. Haha. In dem Fall müssen wir meine Crew finden und wie geplant fortfahren. Hi ho, wir sind vergnügt und froh. Okay, auf geht's ins muntere Piratenleben. Siehst du diesen Schädel neben mir? Er hat eine besondere Markierung mit einem schwarzen Fuchs, den nur wir erkennen werden. Ich sehe überhaupt nichts. Außer jetzt ihre Beine hier oder so. Wo ist denn hier? Hä? Okay. Vielleicht außerhalb des Bildes. Im Wald gibt es noch so einen Schädel. Wenn du vor diesem die Pfeife benutzt, wird die Mannschaft aus ihrem Versteck kommen. Einige der Rotflossen sind Schamanen und sie sind ziemlich lästig. Wenn wir nichts gegen sie unternehmen, werden sie ihre Zauber einsetzen, um unsere Mannschaft zu finden. Also dann, zeigt mir, was man als Königsritter so drauf hat. Schlag in die Köpfe von ihren Zauberschultern. Psst, Schamanen. Interessant. Besiege die Rotflossen-Schamanen in deiner Nähe. Aha. Nichts leichter als wie das. Ja. Also typische Piratenkleidung, wie man sie kennt. Was denn jetzt den Schädel einmal? Keine Ahnung, wofür die gesprochen hat. Und eine schöne Landschaft hier. Also. Und die Designer hier mal, die das hier so bauen, machen einen guten Job. Im Gegensatz vielleicht zu denen, die Texte schreiben, aber man kann ja nicht alles haben. Was haben wir hier? Das ist so ein Schädel. Aha. So, was müssen wir jetzt machen? Ah ja, jetzt muss ich hier Hi-Ho singen oder was? Endstöpsel das quietschende Loch. Hey, hier! Navigatorin Rosa zog los, um unsere Kollegen zu retten. Sie ist auf dem Weg zum Piratenversteck. Holst du bitte unsere Leute und hilfst Rosa? Vergiss nicht, Reti zu sagen, dass wir beim ursprünglichen Plan bleiben. Ah, okay. Den ursprünglichen Plan habe ich eigentlich noch nie verstanden, aber okay. Ah, ich war übrig. Wo haben die jetzt hier Schamanen oder so? Reden sie zu das, ne? Ach, hau doch ab.
So. Jetzt schon mal das zeitliche Gesicht. Dann können wir noch mal ein paar Blumen pflücken. So, eine Schamanen haben wir noch. So. Komm her, du bösartige Schamanin. Ich bin noch im Pflückmodus. Sorry. Schön, dass die so gut stillgehalten haben. So. Sprich mit Reti am Waldrand. Dann können wir auch hier durchlaufen eigentlich. Ah, hier sind auch noch ein paar Freaks. Hallo? Wie geht's so? Die lieber eine Lache, ey. Die den genommen. Oh, ich krieg wieder Haufen Klamotten hier. Interessant. Ich bin doch gut gekleidet. Hast du Odema gefunden? Wem? Ja, keine Ahnung. Ich habe alle möglichen Leute gefunden. Wow, du machst deinem Ruf echt alle Ehre, Königsritter. Ohne ihre Zauber sind diese Piraten so hilflos wie kleinen Kinder. Ja. Wie bitte? Rosa will die Crew ganz alleine retten? Mhm. Dann sollten wir nicht einfach rumsitzen, sondern sofort los und Rosa retten. Wer rettet jetzt eigentlich hier wen? Habe ich das irgendeiner verstanden? Ja gut, dann retten wir hier irgendeinen, ist auch wurscht, ist immer ein Job hier als Held. Wir retten alles, ich rette jeden hier, den Schuhverkäufer auch, alles ist mir komplett egal. So, wo muss ich jetzt hier wieder hin, dahin? So. Ich rette hier alles, ich bin gerade hier dabei. Hunde, Katzen aus dem Baum, ich rette alles hier. Wer ist das jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Apropos Baum, den könnte man auch fällen hier, aber mache ich jetzt mal nicht. Aha. Rotflossenposte. So. Ah, hier ist so ein nettes Fass. Sind da die Kanonen? Die sind ein bisschen übertrieben. Das sind Kanonen. Jetzt hör mal auf mit deinem kleinen Säbel darum zu fuchteln, du Freak. Da war gut jetzt hier. Kommt sie eh nicht ran. So, können wir das Fass hier nochmal kaputt machen? Okay. Was macht der denn da? Soll man sticht noch hier oder was? Frechheit. Ah, das Ding hier muss ich. Na, den Eltern nehme ich noch mit. So, mal ein bisschen den Cooldown abwarten. Das ist definitiv das Zeichen des Captains. Da bin ich mal froh. Du hast den Rest der Mannschaft kennengelernt? Sehr gut. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Dann können wir mit dem Plan fortfahren. Du erreichst den Sammelplatz, wenn du mit dem Pfad nach Norden folgst. Schließlich dort mit Staatskapitän Benja zusammen.
Und bitte überbringe auch gleich diese Nachricht. Ich kann sie Stabskapitän Ben ja nicht selbst geben. Der schnellste Weg, sie zum Versammlungsbereich zu bringen, bist momentan du. Wie oft habe ich das schon gehört? Eine gekritzelte Notiz. Diese Rotflossen, sie müssen noch etwas suchen. Ich könnte nicht herausfinden, wonach. Aber ich bin sicher, dass Ed der Rote nicht in ihrem Unterschlupf ist. Lenny und ich werden sie bei der Gelegenheit infiltrieren und dort abwarten. So ein sehr weicher Teppich, oder? Die steht bis zu den Füßen mit drin, aber... Gut. Wenn er sehr gut getuft ist, kann das schon passieren. So. Die sind immer so unsympathische Typen. Unser Schießgewehr da, ey. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, ist ja nicht weit. Ah, da haben wir auch nochmal einen Triporter. Können wir auch nochmal freischalten. Haben wir ein bisschen weniger Latscherer hier. Tada. Pardon, so die nächste. Wir wollten gerade eine Rettungsaktion für unsere Leute starten. Nun gut. Aber wenn Rosan und Emma sicher sind, dann greifen wir einfach so, wie wir sind, an. Vor allem in den Klamotten, jawohl. Dort drüben entdeckt diese verlassene Schiffsbrot Haronin die Leuchtsignale auf. Geh und sag ihm, dass er die Leuchtsignale abfeuern soll. Danke. Das kann sich natürlich nicht, ist logisch. Okay, die Nachricht. Gut, jetzt müssen wir nur noch unsere Schwerter den Rücken jagen. Rosa, gute Arbeit geleistet. Okay, ich werde sofort dem Captain Bericht erstatten. Klunk. Ach, eine Sache noch. Diese lästigen Rotflossen haben es gewagt, meine Mannschaft anzugreifen. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Beseitige sie. Die Rache der Füchse. Okay, ich bring mal gerade mal alle um. Kein Problem. Aber sonst nichts anderes zu tun. Oh, hier ist auch mal ein Mann. Okay. So, was ich jetzt mache, hier kann man auch angeln wahrscheinlich. Also hier da, die Rache der Füchse. Hallo. Oh, da haben wir wieder nette Handschuhe bekommen. Mann, was geht, ne? Was haben wir denn da? Ah, hier. Das nehmen wir mit. So. Freunde. Na, muss ich auch noch irgendwas fallen lassen. So, jetzt hier. Haben wir alles. Feuerwerkskörper, oder was? Die stehen hier neben dem Feuer. Das ist natürlich sehr gut. So, jetzt die junge Dame. Hallo. Orca. Ich habe dich von hier aus kämpfen sehen und warte, du bist. Jetzt verstehe ich, warum der Captain sich mit Doterra verbunden hat. Haha. Rodan, ich bin froh, dass du nicht unser Feind bist. Ja, ich auch. Können wir einen Rum zusammen trinken. Oder zwei. Obwohl, wir gar nicht gut, ich vertrag nichts. So, weiter geht's. Hier. Wer ist das? Noch ein Signal. Ist denn Scheiße getreten oder was? Wenn Quartiermeisterin Benja das gesagt hat. Hat sie.
Ich sollte mich besser beeilen. Geh und schnapp dir das Leuchtfeuerpulverfass dort drüben. Schnell, schnell, wir haben nicht viel Zeit. Jetzt auf einmal. Was soll ich jetzt wieder machen? Hole das Leuchtfeuerfass. Wo sind das überhaupt? Da waren das die explosiven Sachen unten. Warum muss ich mit den explosiven Sachen tragen? Das ist gefährlich. Komm, Moko, das Entzündens. Weiter geht's. So. Justiere den Leuchtfeuerstartplatz. Dann muss ich hier dieses Ding füllen. Hui! Feuerwerk! Das Signal! Silvester! Der Captain ist zurück! Los, Bewegung! Erledigt diese Hunde für den Captain! Ja! Harre, so habe ich mir das Piratenleben immer vorgestellt. Jo, das war's mal hier wieder bei Ark Lost in Lost Ark. Hier ist er auf den Spuren der Piraten. Also irgendwie passt ja das Outfit so langsam mal ein bisschen dazu, diesem Piraten-Szenario. Ist wirklich ein sehr weicher Teppich, muss ich sagen. Den muss ich mir zu Hause auch mal hinlegen. Sehr schön getufft. Sehr tief. Man steht wirklich fast schon ein bisschen Knien drin. Ja, und dann gucken wir in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht mit unserem säbelrassenden Todes-Moko und unserem Mausketier hier bei den Piraten in Lost Ark. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.